Uiuiuiui, ich liebe den Valentinstag. Moin Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Blade & Soul. Es tut mir wahnsinnig leid, dass da jetzt so eine lange Pause zwischen war. Bitte lauf mir nicht durchs Bild. Ich hatte ja gesagt, dass sich die Episode einen Tick verkürzen wird. Sorry, ihre Brust haben gewackelt, ich konnte gerade nicht. Ja, ich hatte gesagt, die Episode wird sich ein Stück verkürzen, weil gerade keine Lust. Sorry. Jetzt ist aber am Wochenende das ein bisschen anders gekommen, als ich es geplant hatte. Eigentlich wollte ich ja eine Episode aufnehmen. Dann waren wir aber freitags los mit der Familie was essen. Und ja, da gehst du natürlich mit, ne? Bist ja kein... Weiß ich nicht. Wie nennt man sowas? Egal. Dann war am Samstag ein Freund zu Besuch. Mit dem sind wir auch essen gefahren. Ich esse in letzter Zeit ziemlich viel. Und dann waren wir noch abends im Kino. Ja, und Sonntag war halt Sonntag. Sorry for that. Deswegen kommt jetzt sehr, sehr spät jetzt diese Episode. Eigentlich hätte ich jetzt gar keine Lust mehr, noch was aufzunehmen, weil es schon spät abends ist. Aber ich dachte mir, komm, scheiß doch jetzt mal auf Destiny und die anderen Sachen. Du nimmst jetzt hier eine schöne Episode Blade & Soul auf. Kann ja nicht angehen, sowas. Ich möchte mich an der Stelle schon mal recht herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, die ich gekriegt habe für die ersten beiden Episoden. Und auch die doch recht positive Bewertung. Habe ich jetzt in dem Umfang nicht mitgerechnet. Deswegen danke an der Stelle. Ich möchte natürlich auch ein paar Kommentare jetzt von euch noch beantworten in dieser und anderen Episoden. Habe ich zwar natürlich schon unter dem Video an sich getan, aber ich möchte das ganz gerne in diesem Video auch nochmal tun. Erste Frage ist aber, muss ich hier hin? Quetz. Ja, ich bin falsch gelaufen. Alles klar. Alles klar. Ich habe von euch viele, viele Tipps, Tricks bekommen und hasse nicht gesehen. Zeigt mir, dass ihr erstens das Projekt sehr feiert, zweitens, dass ihr anscheinend das Spiel ziemlich feiert und das auch mehr als zu Recht. Oh Gott. Ich habe mir jetzt auch übrigens vorgenommen, Quests, die vertont wurden, die lasse ich laufen. Weil dieses Durchklicken, das kann man privat machen, aber ich schätze mal, das sollten wir uns ruhig mal antun. Sowas jetzt zum Beispiel, das lese ich mir nicht durch, so eine Sammelquest hast du nicht gesehen, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Da brauche ich jetzt nicht großartig durchlesen. Ah, hallo Ami! Na, wie geht es dir? So wie es sich gehört, natürlich alles annehmen, dann losziehen, dann Sachen kaputt kloppen, sammeln. Ich kriege irgendwie 5 Schlüssel. Im Ladebildschirm konnte man auch sehen, dass man jetzt wegen dem Valentinstags-Event bei irgendeiner Frau vorbeischauen kann. Ist die oben, um die Kiste abzuholen. Mit Blüten drinne, keine Ahnung, Lager, bla bla, Händler für Zen-Bohnen, Gesandter der Handelsunion der Drachen. Noch epischer geht's wohl nicht. Alles klar. Ich habe von euch Bitten bekommen, was die Server angeht, dass ich doch bitte auf dem jetzigen Server bleiben soll und so weiter und so fort. Und da kann ich euch jetzt schon mal beruhigen. Ich möchte mir natürlich mehrere Accounts machen und die Accounts auf verschiedenen Servern machen. So, machen ist das richtige Wort. Um natürlich auch mit Leuten, beziehungsweise mit euch spielen zu können, für die, die Lust haben, mit mir zu spielen. So, erstmal hier die Krabbe kaputt machen. Es laggt überhaupt nicht. Nein, alles okay. Alles dufte. Sorry, ich wollte mich nicht bewegen. Muss ja noch aufsammeln hier. Zack. Haben wir nicht gesehen. Hast du nochmal. So. Liebe Combo-Tricks, die ihr mir gesagt habt, von wegen erst Eis, dann Feuer und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall natürlich alles ganz nett von euch. Ich will mal versuchen, das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen zu machen. Ach, eine Perle. Hübsch. Gut, das Viech wollte ich jetzt eigentlich nicht anhauen. So, aber ich denke, jetzt im Anfangsgebiet brauchen wir noch nicht mit solchen erst verlangsamen, dann schlagen Kombos arbeiten. Das sollte eigentlich noch alles im Rahmen sein. So, hier haben wir eine schöne Perle. Ist das hübsch, du. Ja, ist ja alles so hübsch.
Auch ein Kommentar. Ich darf ruhig das Spiel hübsch finden. Das fand ich sehr gut. Danke dafür übrigens. Da kann sich ein Optiker nicht absehen. Was soll man machen? Ach, ist das herrlich. So, gleich haben wir sie, glaube ich, alle. Oder haben wir sie schon alle? Nee, eine Krabbe mindestens noch. Komm hier, erstmal Eis und dann zack, Feuer rauf. Dann kannst du nämlich nichts mehr machen, Kollege. Kannst du nichts mehr machen. Zack, Schockwelle, fertig. Ach, ist das schön. Hab ich eigentlich schon alle? Nee, eine muss noch. Eine muss noch. Da ist eine Truhe. Was ist das? Das sieht nach einem gekauften Gegenstand aus. Das mache ich ja jetzt noch nicht. So, ich brauche noch einen Krabbi Krabbi. Oh, habt ihr das gesehen? Das war hübsch. Du bist ein Wichser. Warte mal. Sand hast du nicht gesehen. Muscheln. Die hier soll ich noch machen. Alles klar. Alles klar! Vier? Ah! Wie geil! Ich kann die hochheben. Hat die Fähigkeit schon immer? Die war auf jeden Fall cool. Einer muss noch. Eisdrache! Oh, ich feier den. What the fuck? What the fuck? Was bist du denn? Ne scheiß Katze. Ich pack es nicht. Ja, sie knuffig. Ich glaube, wir haben's, oder? Wir haben viele Quests gemacht, tun hier. Da muss ich auf jeden Fall jetzt Belohnung abholen gehen. XX Luna, dich sehe ich die ganze Zeit schon. Möchtest du gerne in meinem Video sein? Die nächste Klasse, die ich übrigens machen werde, ist die Gon-Klasse. Muss ich hier rein? Ja, sieht so aus. Mir wird geschrieben, wenn ich Tittenbonus haben will, dann soll ich die Gon-Klasse nehmen, weil da gibt es am meisten Bubis und ja, das ist mehr als genug. Damit kann ich Guak Chil behandeln. Unglaublich, wie gesund ihr aussieht. Als euch Do-Chun brachte, dachte ich, ihr überlebt keine Stunde mehr. Da kennst du mich nicht. Ich bin aus harter Brust geschnitzt. Ich sehe, ihr tragt den Namen der Hongmun-Schule zurecht. Oh, der Hauptmann war da. Er möchte euch sehen. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. So, hier kurz raus. Wie wir sehen, im Dorf haben wir noch eine Quest zum Abgeben und natürlich jetzt den Hauptmann, der uns sprechen möchte und sehen möchte. Man kann im Wasser nicht laufen. Ach, hier mit den Fischen, das ist ein nettes Detail, ne? Ich habe übrigens mal ein Grafikvideo angeguckt, wo die das Spiel mal gezeigt haben mit der maximalen Grafikeinstellung, wie wir sie jetzt hier sehen, und einmal mit der niedrigsten Grafikeinstellung. Du kannst das Spiel echt auf ein Grafiklevel runter skalieren. Da sieht sogar Fiesta Online gut gegen aus. Also heftig. Also dieses Spiel kann wirklich jeder spielen. Nur dann halt nicht in der Grafikpracht. Was aber eher schade wäre. Ich habe übrigens den absoluten Number One Pro-Tipp bekommen, der sich um den letzten Part dreht, wo wir eine neue Waffe gekriegt haben. Ich soll die Anfangswaffe behalten, wurde mir gesagt. Ich soll die unbedingt im Inventar behalten, weil da wird es wohl irgendwann darauf hinauslaufen, dass man die irgendwie verzaubern oder upgraden kann und dann wäre es wohl die mit einer der stärksten Waffen. Die stärkste Waffe, weiß ich nicht. Achso, eine Juwelfassung Armreifung Phase 1, dafür brauche ich Juwelenhammer. Alles klar, haben wir das also auch schon mal, nochmal ein Juwelenhammer. Gut, so viel zu, wie, was, wen sockeln wir. Tränke, ja Knödel, die Waffe, wie gesagt, behalten wir. Komm, ich packe die mal hier unten in die Ecke. Inventarerweiterung, ach hier, Beutel des Handels, hast du nicht gesehen. Inventarerweiterung packe ich mal in die Ecke, weil man weiß nie, wann man die mal braucht. Jetzt ist ja noch alles tutti. Ich möchte nicht zu viel anklicken. Nicht, dass es nachher nicht gut für uns läuft. Ah, Jihan, da seid ihr ja. Seid ihr unterwegs zufällig Dodan begegnet? Dem Dodan? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein. Ich habe eine Botschaft für den Bürgermeister, der in den Norden nach Ewigdämmer aufgebrochen ist. Dodan sollte sie überbringen, aber er ist verschwunden. Ich werde die Nachricht überbringen. Seid ihr sicher? Ja, klar. Ewigdämmer ist gefährlich für die, die es nicht kennen. Ich bin Magier. Ihr seid gerade erst von euren Verletzungen genesen. Nee, keine Sorge, es ist völlig okay. Wie, jetzt sprichst du nicht mehr mit mir, oder wie? Ihr solltet gleich aufbrechen. Ewigdämmer liegt direkt vor dem Dorf. Sucht dort den Bürgermeister. Egal, wie gefährlich es ist, ich werde ihn finden.
Eure Entschlossenheit gefällt mir. Und ja. Die Krieger werden Jans, die Großes geleistet haben, Jansei genannt. Ich sehe hier wohl gerade einen Jan zum Jansei werden. Sucht Gong Sam-sik in unserem Vorposten in Ewigdämmer. Er was? Weiß vielleicht, wer? Der Bürgermeister ist. Die Namen muss ich mir jetzt aber nicht merken, oder? Alter, finde, das sind... Und, ach Gott, hilf doch. Husten. Meine Herren, du. So, ich würde aber ganz gerne, bevor wir jetzt da hingehen und die Quest gleich natürlich noch mit annehmen, hier mal bei der Jellybohne vorbeischauen, weil die ist irgendwie interessant. Das werde ich mir mal ganz kurz ansehen. Meine Güte. German Wings landet. Komm, ich glaube, die können wir eigentlich schon mal annehmen, oder? Da habe ich gerade was wackeln sehen. Das fand ich so... Ach, ist das herrlich, oder? Herrlich. Da, überspringen. Oh, okay, wir bekommen ein neues Bruchstück. Machen wir. Als nächstes, ja, Bohne. Wo ist sie? Nee, das ist, genau, das ist hier Schnellreise. Was ist das? Ach, hier ist das. Schwarzes Brett für Duelle. Nope. Ach, er hier. Schönen guten Tag. Was hast du denn so im Angebot? Kleiner Beutel mit Seelensteinen. Kostet 2000 Zen-Bohnen. Zen-Bohnen sind aber keine Echtgeldwährung, oder? Das ist Echtgeldwährung, ne? Sehr wahrscheinlich ist das Echtgeldwährung. Bestimmt ist das Echtgeldwährung. Finde ich nicht cool. Gar nicht cool. Ja, dann würde ich sagen, wir könnten ja eigentlich nochmal bei Dings und Hasse nicht vorbeischauen, aber wir sollten eigentlich für das nächste Gebiet gut genug ausgerüstet sein. Also machen wir es mal auf dem Weg. Sollen wir langsam laufen, sollen wir schnell reinlaufen, weil ich weiß nämlich ja, was jetzt kommt. Nämlich, oh, schönen guten Tag. Schwert. Ein sehr, sehr schönes Gebiet an der Stelle, was jetzt folgt. Hat mich damals auch zum ersten Mal beeindruckt, muss ich sagen. Also das Spiel sah ja allgemein gut aus, aber... Hier stelle ich von schon sehr cool. Und hier, wenn man diese Bereiche entlang läuft, ist es irgendwie so zwischen zwei Level, dann, ja. Gibt es einen kleinen Zeitraffer. Hopp. Einige Abonnenten sind übrigens schon, habe ich gelesen, Level hast du nicht gesehen. Also, ihr seid das Spiel scheinbar ziemlich krass am Suchen. Hier war doch mal ein Haus. Ach, da. Julian, Augen auf. Ja, ey, das war schon hier. Ich glaube, Anti-Killer, ne? Hat ihm geschrieben, Level 45 war ja schon. Meine Herren, du. Bist aber krass am Suchten. Ach, das ist immer wieder schön, du. Immer wieder schön hier. So, der Ruf, der hast du nicht gesehen. Ich will das nicht alles vorlesen, tut mir leid. Komm, wir lassen das einfach mal wirken, ey. Was haltet ihr davon? Ich würde 70 Euro dafür bezahlen. Nicht für das Rumgeruckel, aber ansonsten. Bin ja froh, dass QB mir erlaubt hat, für die Grafik zu schwärmen. Weil ich hatte ja gesagt, dafür habe ich letztes Mal ziemlich auf Deckel gekriegt, dass ich immer nur über die Grafik geredet habe. Und er, sie, meinte halt, du hast Dings von Nisekoi als Bild, ich... Also zu ihr das dann erstmal mit sie. Sie sagt dann, das ist kein Problem, kann man machen. Finde ich super. Ihr das ist der Bürgermeister. Mondschule. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich bin Gong Sam-sik. Ja, Korea. Ein Brief für mich? Normalerweise bringt mir die Dodan. Nun, es ist dennoch eine schöne Überraschung. Eine Bitte um Nachschub, das ist Sache des Bürgermeisters. Ich wünschte, ich könnte ihm das übergeben. Wusste Bürgermeister. Er ging mit Bumbak zum verlassenen Brunnen, um die Wasserknappheit aufzuklären. Dort war die schwarze Ramme. Ich riet ihm, hier zu bleiben. Was für ein tapferer Mann. Allerdings ist er wohl nicht so stark, wie er denkt. Und du hilfst ihm jetzt nicht, oder wie? Leider können wir gerade niemanden entbehren. Seht bitte nach ihm, bevor er in die Stadt zurückkehrt.
Weißt du, Bürgermeister wird für das schwarze Rammel verkloppt. Und er sagt, ja, wir können ja jetzt echt keinen entbehren. Also so wichtig ist der jetzt auch wieder nicht, ne? Alter, ihr habt da einen Schuss nicht gehört. So, hier kriegen wir Werkzeuge. Nochmal Schlüssel. Öffnet Truhen und Schatztruhen. Wo liegt da der Unterschied? Na egal. Schlüssel der Hongmung. Ja, eine Spitzhacke wird mit Sicherheit zum Abbauen von Rohstoffen benutzt. Was ist das hier? Zum Sammeln von Mineralwasser an der Viridian-Küste. Kein Problem. Gott, ist das so knuffig, oder? Ach, wie süß. So, was sollen wir als nächstes machen? Wir könnten hier eine ganze Menge Quests annehmen. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir das eigentlich machen? Soll ich die Story stur durchkloppeln, knippeln oder seid ihr derselben Meinung wie ich? Ruhig hier mal ein paar Quests annehmen. Oh Gott! Ich nehme erstmal einfach alles an, okay? Habt ihr mit Sicherheit nichts gegen? So. Damit wir ein bisschen was zu tun haben. Das würde ich auch dann am besten sofort schon in Angriff nehmen. Wieder glücklicherweise alles schön markiert hier. Was haben wir hier noch alles? Karte, Bambus anzeigen. Okay, Bambusdorf, Waffenhändler. Das werde ich mit sicher alles nicht brauchen. Da könnte ich mich später drum kümmern. Als erstes machen wir mal die hilflosen Wesen hier kaputt. Hau ab! So. Ah, hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. So. Ich könnte eigentlich nochmal die 4 ausprobieren. Die 4 fand ich ziemlich cool. Dieses Hochheben. Tada! Und jetzt. Okay. Das Wegstoßen bringt nicht so viel. Komm, erstmal einfrieren hier den Kollegen. Ups, 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 ups. Da habe ich es fast versaut. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Nur diesmal. Oh, 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 nee. Mit dem wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Das wäre nicht so gut. Da. Hier versuchen wir es nochmal. 4. Und diesmal mit der 1. Macht nicht so viel Schaden wie erhofft. Aber. Na, was ist los? So, Eis. Und Eisdrache. Ich finde ihn cool. Hat auch nicht so viel gebracht. Das ist dann halt wieder wirklich was für Gegnermassen, damit du die in eins einfrieren kannst. Verbraucht natürlich viel Fokus. Das sind übrigens die blauen Leisten hier. Danke nochmal, dass ihr mir das erzählt habt. Ich war in den ersten Parts einfach zu überfordert. LP, quatschen, aufpassen. Da stoße ich an meine Grenzen. So, gut, dass wir das natürlich ein Fernkämpfer sind. Komm, eigentlich könnten wir uns mal mit denen hier anlegen, oder? Einfach nur mal auf Spaß. Komm, zweimal Eis. Dann zurückgehen. Ach, die müssen wir eh kalt machen. Ja gut, hat sich das damit erledigt. Machen wir auch direkt weiter. Und zack. Ich brauche echt einen neuen PC, Alter. Dieses Geruckel, ne? Das. Gar nicht. Wie soll das dann werden, wenn das später irgendwie zu irgendwelchen Raids geht und Bosskämpfe hast du nicht gesehen? Dann so ruckelt, dann habe ich auch ein Problem. Weil solche Spiele ruckeln allgemein immer so ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Bei Guild Wars ist es genauso. Das kann so butterweich laufen oder du kannst den Stärkstrecher haben, wie du willst. Irgendwann fängt das Spiel immer an zu ruckeln. Ich weiß nicht bei euch. Natürlich nur bei mir so. Oh, da habe ich eine Karte gefunden, oder? Patrouillenprotokoll erhalten. Apropos, ich wollte auch am Rad drehen. Ja, der war jetzt lustig. Stempelbrett. Da hatten wir wieder was. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht gerafft. Also wenn einer von euch, das sieht übrigens anders aus als vorher, wenn einer von euch mir sagen kann, warum, wieso, weshalb das hier ist, gerne sagen. Wäre cool. Drehen.
War klar, ich habe nichts anderes erwartet, als dass eine 1 kommt. Tada! Ihr habt Element des Glücks erhalten. So, in einer Stunde darf ich nochmal drücken.